Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker mit einem neuen Videotagebuch. Jawohl, es geht munter weiter, jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ich racker mir richtig einen ab momentan, um diese blöde Bodenplatte da langsam fertig zu kriegen. Und es ist wieder, ja, was soll ich sagen, wir sind jetzt bei Teil Nummer 19 und ich glaube, ich habe vor zwei Teilen schon gesagt, ja, bald kommt der Beton, bald geht's los. Oh, Leute. Da sind so viele Nebenarbeiten jetzt noch zu erledigen, weil wir jetzt natürlich auch möglichst viel da reinbringen wollen. Ich kann das ja mal einmal einblenden, welcher Teil jetzt, also wenn man mal guckt, der graue Teil, das ist jetzt das, was wir gießen wollen als nächstes. Und ja, das, wie man sieht, da sind rechts oder oben und unten jetzt in der Grafik sind die Eingänge und die mussten halt komplett freigelegt werden. Beim letzten Video haben wir ja schon die eine Tür schon freigelegt und haben das schon fertig gemacht. Das habe ich jetzt, ja, das muss ich natürlich auch alles wieder frei machen, freilegen, muss es dann auch noch behandeln mit dem Schwarzanstrich und so weiter. Aber da ist ja noch die andere Tür auf der anderen Seite. Da, wo übrigens die Rampe ist, wo ich immer rein und raus gefahren bin. Und das hat sich doch als etwas langwieriger erwiesen, ja, als ich es mal wieder gedacht habe. Und naja, dadurch ist es wieder ein bisschen Arbeit gewesen. Aber nichtsdestotrotz, es geht munter weiter. Ich weiß noch nicht genau, ob wir es mit der Nummer 20 schon bereits schaffen. Also, na, also mit dem Beton, schauen wir mal. Ich verspreche ja gar nichts mehr und wir werden mal sehen. Also erstmal würde ich sagen, steigen wir ein ins heutige Video. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann nach dem Beitrag wieder. Bis gleich. Ja, und hier sind wir wieder in der Ramschecke. Das ist so eine Kacke. Man kann das ja schön abends liegen lassen, wenn man keinen Bock mehr hat, das aufzuräumen. Aber leider, Leute, über Nacht macht das keiner für einen fertig. Das heißt, wenn du morgens auf die Baustelle kommst, sieht das da noch genauso scheiße aus. Naja, also Schaufel in der Hand und den ganzen Kack da weggeschippt. Ja, die Bodenplatte, man sieht ja hier, ich stehe auf der neuen Bodenplatte schon und die nächste soll auch bis da dran gegossen werden. Das heißt, dieser ganze Eingangsbereich da, wo die Tür ist, das muss alles frei werden und auch wie im Hinteren, wie man da sieht, mit dem Schwarzanstrich und so weiter versehen werden. Und naja, ich buddel mir wieder einen Ast, also das waren wieder, ich weiß nicht, wie viele Schubkarren an Schutt da wieder zusammengekommen ist, weil die sich da ja auch an der Tür, man hat es ja im letzten Tagebuchvideo gesehen, auch einen übelsten Sturz zusammengebastelt haben mit Beton und weiß der Teufel, also ich glaube, dieser Türsturz, der hat irgendwie 1,5 Tonnen gewogen oder so, ja, da ist schon wieder so viel Scheiß bei zusammengekommen, naja. Ja, hier habe ich dann auch zugesehen, dass ich da, ja, das alles sauber kriege. Lustige Anekdote an der Stelle noch. Ich mache das jetzt hier alles frei und so. Und ja, da hat mir tatsächlich das Geotextil gefehlt. Da habe ich dann gesehen, oh Kacke, mir fehlte noch ein Streifen. Dann habe ich im Kleinanzeigenmarkt geguckt und ich bin ja schließlich auch so ein Schnäppchenjäger. Und so eine 200 Quadratmeter Rolle, die hatte ich bis dato. Die war jetzt leer und die kostet locker so 270, 80 Euro so um den Dreh. Aber die brauche ich ja nicht mehr. Was soll ich mit einer 200 Quadratmeter Rolle? Und dann gucke ich und dann hat tatsächlich bei uns einer im Ort so ein Ding gerade reingestellt zu verkaufen, ne, für einen wirklich Schnapperkurs, ne, 100 Quadratmeter noch ungefähr, tipptopp, ja, da habe ich bin ich sofort hingefahren. Das heißt, das ist ja ein Ding der modernen Zeit, Freunde. Man stellt fest, oh scheiße, mir geht das Geotextil aus. Kurz Handy gezückt, eBay Kleinanzeigen, beb. Und innerhalb von einer Stunde, ich bin dann losgefahren, ich sage ja, das war bei uns im Ort, der war da, der Typ, hat gleich gesagt, jo, kannst vorbeikommen. Innerhalb von einer Stunde war ich wieder auf der Baustelle und hatte Geotextil wieder, eine neue Rolle. Voll geil. Naja, so, ja, hier mache ich jetzt auch mit dieser komischen Matschepampe da den Schwarzanstrich auf der Höhe, wo die Bodenplatte gegen die Bruchsteine gegenstößt, damit das da eben keinen Feuchtigkeitseinbruch geben kann. Und ja, da werden wir mal gucken, vielleicht an die Stelle, wo ich jetzt gerade bin, dass wir da eventuell auch noch so zwei Verankerungen oder so rein wummern, müssen wir mal gucken. Aber ansonsten, die Ecke ist dann soweit tutti und ja, jetzt kann der Schotter kommen sozusagen. Ja, und apropos Schotter, ich hatte ja gesagt, Mensch, ne, das würde sich ja super anbieten, solange noch kein Schotter wieder auf dem Hof liegt, dass ich hier dieses alte Beet da mal begradige und hier mal dieses Haus freiräume an der Stelle, ja. A, weil wir da, weil das einfach scheiße aussieht und B, weil wir da sowieso bald dran müssen und da eben die Abwasserleitung langlegen wollen. Ja, und da der Schotter erst in irgendwie knappe 2 Stunden kommen wird, das wusste ich jetzt, ich hatte einen Schwiegervater, der holt das ja immer mit dem Trecker, habe ich dann gedacht, Mensch, das schaffst du noch, das baggerst du jetzt alles frei. Und da habe ich einfach, also knallhart mit dem Bagger, einfach das ganze Beet da dem Erdboden gleich gemacht, die ganze Scheiße da weg
und schon mal so ein bisschen Erde rausgeschachtet und letzten Endes dann das alles schön mit dem Bagger. Ja, da sieht man wieder, wie super praktisch. Auch für die Gartenarbeit ist so ein Mini-Bagger wirklich sehr, sehr cool. Ja, auch hier fehlt mir wieder ein Mensch. Ich könnte wirklich mal so ein Fahrvideo machen. Ich glaube, oder ich muss mal dieses Video, die Teile habe ich nur auf dem Computer. Vielleicht mache ich hiervon mal so ein reines Bagger-Video in Echtzeit. Ich glaube, es gibt bei YouTube viele Leute, die sich sowas auch ganz gerne angucken, dass einfach einer ganz entspannt mit dem Bagger so ein bisschen Gartenarbeit macht. Keine Ahnung, das ist ja für den manch einen, der so Bock auf Bagger hat, ist das vielleicht ja ganz cool. Muss ich mal schauen. Naja, hier seht ihr, so sieht man halt. So ein Bagger ist wirklich super praktisch, da kannst du den ganzen Rotz da rausrichten. Und finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich habe mich da jetzt so längs ins Beet gestellt, dann kann man immer gut baggern. Und wenn du dich jetzt auf den Hof stellst, dann zieht ja mit dem Bagger immer den Kram zu sich hin. Dann ziehst du praktisch die ganze Erde auf den Hof, das willst du ja auch nicht. Und deswegen habe ich das jetzt so da hingestellt, dann baggert man ein bisschen durch. Weil ich das so ein kurzes Heck habe, kann man halt relativ gut da auch drehen, wenn man so ein bisschen von der Auswand wegstellt. Und man sieht, das klappt eigentlich recht gut. Habe ich jetzt ein paar Dampferladungen, Erde, Wurzel, Unkrautgemisch rausgeholt. Und war dann nicht mehr gut. Ja, und weitermachen wir im Zeitraffer. Also ich glaube, ich mache da ein extra Video von, dann haben wir das auch. So, ich muss natürlich auch sagen, es ist dann auch mal recht entspannend, wenn man jetzt die ganze Zeit, ihr habt es ja gesehen, drin den ganzen Schutt da alles von Hand wuppen musste. Das war auch einiges an Tonnen, was man da bewegen musste. Dann ist es mal ganz entspannt, wenn man draußen ein bisschen baggern kann. Das Wetter war ganz schön, es war nicht zu warm. Alles cool. Ja? Hier sieht man auch wunderbar mit der Schaufel, kann man also auch richtig gut das ganze Kraut da rausruppen. Schon nicht schlecht. So, dann habe ich da diese Ecke freigelegt. Ohne Scheiß, Leute, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich diese Ecke das letzte Mal gesehen habe und dass das vor allen Dingen so ein Winkel ist, wa? Dass das so schief auf die Wand zuläuft, da dieser Randstein. Ich wusste es nicht mehr. Ohne Scheiß, ich wusste es nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, seit anderthalb Jahren habe ich diese Ecke nicht gesehen, weil da immer irgendwas gelegen hat. So lernt man sein Grundstück dann immer wieder neu kennen. Ja, ist so. Es ist halt, vielleicht kennt es der ein oder andere, wenn man so Ecken hat, die immer zugemüllt sind und dann räumt man die irgendwann auf und denkt sich, ah, so hat das hier mal ausgesehen. Verstehe. Ja. Naja, hier, wie gesagt, der Sandhaufen, den benutzt man für alles Mögliche. Da ist nicht so schlimm, wenn der ein bisschen verunreinigt ist und so. Naja, alles cool. Ich lege ja hier das Rohr noch frei. Das ist übrigens der Ausgang von meinem Versorgungsrohr, den ich da kommt später so ein kleiner Betonkasten drumherum. Von da aus geht es dann weiter in die Werkstatt. Ja, so ist der Plan für das Ganze. Und haben wir das auch geschafft für heute, würde ich sagen. Der Schotter kann kommen. Na, aber bevor ich dann drin Schotter reinfahren konnte, musste ich erst die Stützen umstellen. Die stehen da unter einem der Balken von der Dachkonstruktion. Und sicher ist sicher, ne? Also den hätte man vielleicht auch ersatzlos rausnehmen können, aber ich habe vorsichtshalber da eine Stütze drunter gestellt. Sicher ist sicher, ne? Also das ist auch eine Grundregel, lieber eine Stütze zu viel als eine zu wenig, und wenn man die Stützen sowieso, wir haben ja reichlich da auf der Baustelle, dann ist es immer besser, man stellt eine Stütze zu viel auf als eine zu wenig. So, naja, hier tatsächlich gehen da nochmal fast zwei Dumperladungen, oder da gehen nochmal zwei Dumperladungen in die Ecke, um das Ganze dann anzupassen an das Niveau, wo wir hin müssen. Und das ist ja halt so ein bisschen Fummelarbeit, dass das alles so halbwegs gerade ist und halbwegs eine Höhe hat und halbwegs, ne, so letzten Endes, was ich schon oft gesagt habe, ich passe halt auf, dass es immer die Mindesthöhe hat von dem, von der Zielhöhe, von den 18 cm für die Betonplatte. Und wenn es mal ein bisschen mehr ist, also sprich, ich habe ein bisschen zu wenig Schotter, dann heißt das ja, dass die Bodenplatte ein bisschen dicker wird an den Stellen. Ja, mein Gott, ne, also auf das bisschen kommt es dann letzten Endes nicht an, aber Hauptsache, die Betonplatte ist dann nicht zu dünne. Ne? Das wäre schlecht, wenn da irgendwie 5 cm dann auf einmal fehlen würden. Plus, minus 1, 2 cm, das ist immer so mein Ziel. So.
Naja, und hier gehen jetzt die nächsten rein. Also ich habe mich auch tatsächlich gewundert, wie viele Tonnen da schon wieder reingegangen sind. Ich glaube, ich habe fast die Hälfte oder zumindest ein Drittel von dem Haufen, also von den 6 Tonnen, sprich so 2 Tonnen, habe ich hier jetzt tatsächlich nochmal reingefahren. Ja, einfach an dem, was so noch mittendrin so ein bisschen gefehlt hat, wo ich noch ein bisschen was aufschütten musste und natürlich diese Ränder, was man da so sieht, ja. Und ja, ich beschleunige das hier auch jetzt in der Zeit, weil letzten Endes ist das jetzt ja auch nicht so aufregend, was ich da mache. Ja, so zum Messen, man sieht es da so ein bisschen ganz leicht, habe ich halt auch wieder meinen Kreuzlinienlaser. Das funktioniert eigentlich ganz gut, da kann man immer so punktweise mal gucken. Ich latsche immer so ein bisschen hin und her, damit sich die Körner so ein bisschen setzen, dann kann man das ganz gut, kann man da gut einen Zollstock dran halten und so, dann passt das schon. Und wie ich meine, wenn man plus minus die Höhe hat, dann passt das eigentlich. Ja, dann war ich an der Stelle endlich fertig, der Schotter ist drin, super, der nächste Teil ist geschafft. Jetzt fehlt nur noch eine Ecke, das ist der Plan. Yeah, ich brauche nur noch diesen Eingang hier fertig machen, der da jetzt ist. Auch da die Laibungen weg und den Sturz weg. Und diese Rampe, die ich da, wo ich jetzt stehe, das ist ja diese Rampe, die ich immer benutzt habe zum Rein- und Rausfahren. Das muss halt weg, da muss natürlich auch, das muss ausgeschachtet werden und dann eben genauso behandelt werden wie die andere Tür. Ne? Und das erweist sich als ein bisschen schwieriger, weil jetzt diese Tür in der Laibung hängt und diese Tür ist echt schwer, Leute, ich sag's euch. Da habe ich mich nicht dran getraut alleine, die habe ich da nur abgestützt, weil ich da echt alleine nicht dran wollte und bin ich an dem Tag auch nicht wirklich weitergekommen, weil ich dann festgestellt habe, dass dieser blöde Sturz da oben mir schon wieder einen Strich durch meinen Plan macht. Ja, hier sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück und so weiter, ja. ja, ich muss mal gucken. Das wird heute auf jeden Fall sehr interessant. Also nachdem ich mit den Vorbereitungen hier hinter mir, sieht man es ja, mit der Tür relativ gut vorwärts gekommen bin, da habe ich hier jetzt, ich kann es ja mal einmal kurz zeigen hier. Hier sieht man jetzt unten den Sockel praktisch. Hier sind wir so weit drunter her, alles cool. Und hier oben der ganze Kack, das haben wir auch rausgekriegt. Das hat eigentlich letzten Endes recht gut funktioniert, will ich ja gar nicht sagen. Bin ich dann gestern auf der anderen Seite angefangen, weil das muss auch noch raus im Zuge der Vorbereitungen für die Bodenplatte. Wir gehen ja hier dran lang und wollen ja bis auf die Ecke. Also im Idealfall wollen wir es hier wieder anschließen, dass wir nur hier eine kleine Schalung machen. Oder sogar noch ein Stückchen weiter, je nachdem. Das wird sich noch rausstellen, wahrscheinlich heute. Nur das Problem ist, ich habe dann gestern angefangen, hier so in großer Dings hier den Sturz daraus. Und dann habe ich aber festgestellt, hoppala, oh Kacke, der Sturz, der geht komplett durch. Bis unter den Hauptträger hier. Also ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass wir diese Ecke hier renovieren wollen oder müssen. Ja, diese komische Ecke hier. Ich kann ja mal hier mal nach oben gucken, weil letzten Endes steht die ganze Scheiße hier nur so im Freien. Und der blöde Träger, der liegt hier nur so ein Stein hier oben drauf. So. Allerdings geht der verdammte Sturz auch bis hier drunter. Verdammte Kacke. Weißt du, der Sturz ist auf der einen Seite nur 5 cm. Der ging wirklich ohne Scheiß. Auf der anderen Seite ging der nur 5 cm in die Mauer. Und hier liegt der 20 cm, 30, 40 cm drin, wo du dann denkst, so meine Fresse, haben die eigentlich nur gesoffen früher? Naja, jedenfalls wird das heute der Moment der Wahrheit, weil wenn ich den rauskloppe, dann wird sich zeigen, ob die Stützen vernünftig halten. Na, das werden sie natürlich, ne? Aber wie das immer so ist, ne? Auch sowas ist immer eine witzige Sache. So, das heißt, ich werde also heute wahrscheinlich diese ganze Ecke hier, werde ich mir vorknöpfen. Und dann zusehen, dass ich hier unten den Kack wegkriege, weil letzten Endes müssen wir hier irgendwie durch. Und, ja. Und was noch richtig witzig wird, ich muss mir noch was für diese scheiß Tür überlegen. Weil die Laibung von der Tür ist natürlich jetzt weg. Die hängt da jetzt, die habe ich gestern nur so notdürftig reingehangen, damit mir die nicht da entgegenfliegt oder heute Nacht hier rausfällt. Aber da muss ich mir jetzt auch irgendwas überlegen, weil da drunter ist nur Luft. Und ich habe aber auch keine Ersatztür. So eine Bautür wäre jetzt nicht schlecht, habe ich aber nicht. So, muss ich mal gucken. Irgendwas wird mir da schon noch zu einfallen. Vielleicht stelle ich sie irgendwie auf den Boden oder so. Ich muss mal sehen. Naja, ich werde mal loslegen. Und dann schauen wir mal, was wir da heute alles so wegreißen, dass wir die Vorbereitung, weil Freunde, der Beton ist bestellt auf Freitag, dann kommt der Betonmischer und dann wird hier Beton reingegossen. Das heißt, bis dahin muss die Vorbereitung hier abgeschlossen sein, da muss diese ganze Ecke hier tutti sein. Und ich würde mal sagen, dann quatsche ich mal nicht mehr länger, sondern lege los, wa?
Tja, und da sind wir auch schon beim nächsten logistischen Problem. Normalerweise fahre ich alles durch diese Tür. Also alles, weil das praktisch die Tür, ja, das ist unsere Tür, ja. Jetzt habe ich allerdings hier natürlich auch ein bisschen Abbruchscheiß. Also hier die Steine, der ganze Rotz, das muss jetzt ja alles nach draußen. So, die Tür ist aber zu. Das Problem ist, die andere Tür, hier gibt es kein Hochkommen. Das habt ihr ja schon gesehen. Hier ist eine Megastufe. Ja, die, über die Haupteingangstür brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ja, also das ist klar, da ganz hinten sieht man schon, das geht praktisch gar nicht. Aber wir haben ja hier jetzt die Bodenplatte und mein Plan ist jetzt hier mit meinen super coolen Alurampen, ja, kann ich doch hier mit dem Dumper rein und rausfahren. Ja, das werden wir mal ausprobieren. Dann wird das jetzt der neue Weg, weil solange wie ich die Tür dann nicht wieder in Gange habe, komme ich da einfach nicht raus. Scheiße, ne? Das Ziel ist so nah und doch so fern. Naja, wir werden es mal probieren mit dem, ja, mit den coolen Alurampen. Dafür habe ich die Dinger ja schließlich geholt. So, ne? So, mal gucken. Ne? Hauptsache, ich knall da mit dem Dumper nicht runter. Wie man sieht, das funktioniert wunderbar mit dem Dumper. Alles cool mit den Rampen. Und ja, ich habe auch da wieder mal wie immer unterschätzt, wie viel Scheiße da wieder zusammenkommt. Also da dieser Schotter, das war mir klar, als ich das damals hingeschüttet habe, dass ich den natürlich nochmal bewegen muss, weil ich da halt nochmal drunter muss. Den versuche ich da jetzt nach Möglichkeit, also was ich da mache, ich trenne so ein bisschen. Ja? Also den Schotter versuche ich nach Möglichkeit zu bewahren, dass ich den da auf einen kleinen Haufen da vorne schütte. Und alles, was Schrott ist oder Schutt letzten Endes, was da mit reingefallen ist, das ist auch so ein kleiner Tipp, den ich selber eigentlich nie beherzige, dass man immer so ein bisschen drauf aufpassen sollte, dass ich nicht immer alles vermischt. Ja, gerade so wie da jetzt mit dem Schotter ist halt kacke. Wenn du da drüber dann Abbrucharbeiten machst, dann fällt der ganze Scheiß immer in den Schotter und du hast immer dann so einen Kack. Ja, das ist halt Mist. Ne? Schlauer wäre es gewesen, man hätte da ein Geotextil drüber gelegt oder eine Folie oder meinetwegen ein Brett oder sonst irgendwas, damit man das nicht so vermischt. Das ist halt immer Mist, ne, wenn man dann die Sachen hat. Aber ich, Leute, ich mache es selber auch nicht. Ich vergesse es auch jedes Mal. Und das ist auch immer kacke. Bei solchen Arbeiten, so wie jetzt hier an dieser Stelle, wenn man irgendwas fertig hat, also diese Bodenplatte, wo jetzt der Dumper drauf steht, wenn die dann fertig ist, aber zu dem Zeitpunkt, als wir die gemacht haben, da konnten wir noch nicht bis an die Außenwand, weil wir gesagt haben, nee, das ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau warum, aber das, ne, letzten Endes war das da zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Das heißt, du hast dann wieder so eine Lücke und dann so wie jetzt muss ich da wieder ausschachten und so weiter. Wäre ich ein bisschen schlauer gewesen oder hätte ein bisschen besser geplant, dann hätte ich diese Kacke, diese ganze Erde, hätte ich da rausgebaggert. Ich weiß nicht, in welchem Tagebuch ich mich um diese Ecke gekümmert habe oder eben nicht richtig gekümmert habe, aber da zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Bagger im Haus stehen, weil ich ja auch alles andere freigebaggert habe. Und hätte ich diese Ecke komplett weggebaggert und hätte da schon mal einfach ein Geotextil drunter gelegt und schon mal Schotter aufgefüllt, dann hätte ich mir jetzt diese ganze Arbeit sparen können. Und so musste ich da jetzt halt so mittendrin halt so rumzangeln. Das ist halt echt immer scheiße, weil das ist übelst beschissene Arbeit. Du musst es von Hand machen, weil du da halt anders nicht so richtig drankommst. Und ja, so im Nachhinein ist das sowieso immer scheiße. Ne? Also es ist mehr Arbeit, als es eigentlich ist, ne? So in dem Sinne.
So, und da sind auch wieder, ich glaube, 3 Dumperladungen habe ich da, glaube ich, rausgefahren. An Erde. Nur an Erde. Plus den ganzen Schutt. Das waren auch nochmal, glaube ich, 2 Trecker, also 2 Frontladerschaufeln vom Trecker, glaube ich. Nur an Schutt, was da noch angefallen ist. Also das war wieder einiges. Ja, wie immer, ich habe das natürlich auch nicht gedacht, dass das so viel wird. Also die Rampe da hinten, die habe ich wirklich ein paar Mal benutzt, jetzt noch in den nächsten Tagen hier oder in dieser Zeit, weil da wieder so viel Scheiß angefallen ist. Das ist einfach unglaublich. Ich falle immer wieder drauf rein, auf meine eigene Dummheit. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn ich mich bei meinen Vorhaben hier verschätze, ich glaube, dann könnte ich das Haus von irgendwelchen überbezahlten Mediengestaltern oder sowas fertig bauen lassen. Naja, vielleicht ist es doch besser, ich mache selber. Naja, aber es ist immer der Knaller. Also man sieht, ich habe an der Ecke jetzt angefangen, aber ich bin noch nicht fertig. Wenn man genau hinschaut, ich bin jetzt gerade über die Tür, aber ich muss noch dieses letzte Stück bis zur anderen Bodenplatte, also ungefähr die Hälfte muss ich noch. Ja, das hat es leider nicht mehr geschafft in dieses Video, weil sonst wäre auch dieses Video viel zu lang geworden schon wieder. Es ist einfach, es gibt so viel zu erzählen. Naja, aber es geht munter weiter. Ich würde sagen, das kann ich relativ schnell. Ich bin jetzt jeden Tag dabei im Moment. Da kann ich ganz gut was reißen und ich denke, in kürzester Zeit gibt es dann auch schon das nächste Tagebuch. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ihr Bock auf diese Videos habt, guckt rein. Wie gesagt, das ist der Teil Nummer 18 und ja, das bedeutet, es gibt noch 17 andere, die ihr euch anschauen könnt. Also ist mit Sicherheit interessant und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja? Danke fürs Zuschauen, Freunde, und bis dann. Ciao, ciao.